Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Ecclesion. Wie versprochen zeige ich euch hier den rücksichtslosen Trank. Hier seht ihr wieder die gleichen Infos eigentlich wie beim selbstlosen Trank, von daher müsste ich sie nicht unbedingt wiederholen. Ich habe die 250 Erbstücke, sogar ein bisschen mehr eigentlich, dann zusammen gehabt am Montag und heute ist Dienstag und da zeige ich euch halt, wie das Ganze aussieht. Ihr habt einen Screenshot vorher gesehen im anderen Video, wie das Ganze aussieht, aber hier seht ihr das dann live. Vor allem auf meinem Char. Und wie gesagt, das Ding ist halt accountgebunden. Das heißt, ihr könnt es einem anderen Charakter geben. Ist unendlich nutzbar. Hier im Vergleich mit dem selbstlosen Trank. Und sonst steht eigentlich alles in der Box, was man so im Kurzformat wissen sollte. Falls ihr es ein bisschen ausführlicher haben wollt, dann schaut euch einfach das Video zum selbstlosen Trank an. Ich finde es interessant, dass vor allem diese Hörnchen recht weit oben sind. Ich kann mir das damit erklären, dass halt einige Frisuren anders sind, andere Modelle, andere Köpfe und deswegen sind wahrscheinlich die Hörner viel, viel weiter oben. In Kombination mit den Char-Hörnern, die ich habe und dem Nashornhorn von meinem Helm, sieht das ziemlich interessant aus, muss ich sagen. Also ich hätte nicht gedacht, dass diese Teufelshörner vom rücksichtslosen Trank wirklich so cool aussehen. Haben halt einen kleinen Feuereffekt, wenn ihr genauer hinseht, sind aber nicht transparent oder reflektierend wie vom selbstlosen Trank, der Heiligenschein. Und hier sehen wir es dann ohne Helm, wie das aussieht. Passt irgendwie auch zur Frisur, zumindest vom Rot her, zum Rotvergleich oder zur Rüstung auch einigermaßen. Also ist auf jeden Fall nicht schlecht. Falls euch das gefallen hat, dann könnt ihr euch selber so ein Ding holen. Ich weiß jetzt nicht, wenn der Patch aufgespielt wird, wie sich das verändern wird. Falls ich mehr weiß, könnte ich das dann vielleicht in einem anderen Video dann auch noch zeigen oder machen, wenn es wirklich relevant ist und vor allem, wenn ihr in den Kommentaren euer Interesse dazu noch äußert. Sonst hoffe ich, dass das Video halt hilfreich war und außerdem hoffe ich noch, dass wir uns beim nächsten Mal in Guild Wars 2 wiedersehen, wenn ihr mögt, wenn ihr wollt.